Hanhao is listening. I will be discreet. The message you uncovered was an offer to help us. I do not trust the person who wrote it, but we are out of options. Hello, Tenno. Are you surprised? Why? You know I've always had my ear to the kennel. Those dogs don't have a clue what kind of bone they've dug up. But I do. Shall I show you? Don't worry. You can trust me. This time. Hallo zu Warframe. Ihr seht, Alid will wieder irgendwas von uns. Also, vermutlich. Erstmal hilft er uns. I know, I know. Our past has been slightly, what, combative? But genocidal invaders from the other system make strange bedfellows, wouldn't you say? Yeah. The sentient Hanhao, nightmare of the Orokin, boogeyman to the corpus. That thing must have your lotus in quite a panic for her to be working with the likes of me. So this stalker seems like he's made quite a powerful friend. I wonder what's under that scary, smoky exterior. A heart of gold, perhaps. You're on the sensors now. You've been detected. Damit kann ich leben, Leute. Ist okay. Ja, worauf genau das hier hinauslaufen soll, weiß man noch nicht. Ich meine, es wäre eine Bergungsmission. Das heißt so viel wie, ich muss irgendwo hinlaufen und da dann irgendetwas machen. Das hier sieht mir schon mal sehr nach irgendwas aus. Yep, Tauchstation. Ich wüsste gern, wie sie Unterwassergiftwolken hinbekommen. Vielleicht fliege ich zu nah an diesen Gewächsen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat es mich was umgebracht. Rest HP ist nicht so viel. Aber zum Glück sind wir mit Valkyr unterwegs. So praktisch. Wenn ich aber die Möglichkeit, mich voll zu heilen, wäre ich unbesiegbar die Gegner nie damit. Klingt doch nach einer super Handlung. Also, eine Handel ist es ja nicht. Your eyes peeled, if you have eyes, that is.
Ja, hier in dem Bereich sollen wir jetzt nach der Grabungsstelle suchen. Ich weiß nicht, ob ich einfach nur eine bestimmte Menge Viecher töten muss oder irgendwo was hinfliegen. Ich mache einfach beides. Große Seemine. Gucken wir mal, ob da was ist. Nö. Also ich finde diese Unterwasserkämpfe echt gut gemacht. Jetzt, wo sie eigentlich völlig bugfrei laufen, ist echt super. Irgendwo hier in der Richtung. Was will er denn von mir? You must smell the prize, because I know you can't see it. Also hier weiß ich echt nicht, was ich gerade tun soll. Also doch, da oben. Yes, getting warmer. You were warm, but now you're not. Warmer. That's it. You must smell the prize, because I know you can't see it. Ah, hier ist noch ein Durchgang. Soll ich wohl da lang? Yes, getting warmer. Can you see it? It's right there. The bones you're looking for, Lotus. Yes, this is it. A fragment of
of my father, destroyed in the old war. I can use it to see him. Er ist ein gedankenlesender Supervernichter. Sie weiß, wo die Tenos versteckt sind. Ich glaube nicht, dass das. I see the stalker stronger. Hunhao's voice within him. I see the reservoir, but I feel confusion. He doesn't know unless. Oh no. Thank you, daughter. Fear has baited you to the snare. What was secret is now known. Your Tenno, their touch. I now see the womb of the sky. My shadow now walks the path. What have I done? Get out of there, Tenno! Yes, yes, hurry, Tenno. But be careful. Last time you got close with the sentience, you wiped out an entire civilization. But you don't remember that, do you? Yep. Da können wir nichts für. Als ich das erste Mal durchgespielt habe. Also ich habe die Quest ja schon gemacht. Mit meinem großen Account. Da habe ich überlegt, inwiefern ein Vergessen der Tat eine Strafe ja, quasi aushebelt. Und in diesem Fall ist es ja wirklich so, dass sich überhaupt nicht daran erinnert werden kann. Also amnesiemäßig. Die Tenos haben absolut keinen Plan, was sie früher getan haben. Und da fände ich es ungerecht, sie für das zu bestrafen, was sie damals getan haben. Weil das in ihrem momentanen Bewusstsein überhaupt nicht eine relevante Rolle spielt. Also ob sie jetzt dafür bestraft werden oder nicht, die Wahrscheinlichkeit, dass sie es tun, ändert sich dadurch nicht. Wir haben also weder eine Schutzfunktion noch eine, ja, irgendwie geartete erzieherische Funktion. Also momentan sind die Tenno ja versuchen, das Gleichgewicht zu erhalten. Und dann zu sagen, ja, ihr wart böse, weil ihr habt irgendwann mal unter anderem Einfluss ganz schlimme Sachen getan, von denen ihr aber nichts mehr wisst. Ja, schön. Ja, das ist vielleicht gut, es denen zu sagen, damit sie weniger kontrollierbar sind, aber im Prinzip wäre jetzt so quasi, wir töten alle Tenno. Total daneben, weil ja, es wäre eine reine, wir haben Angst, dass es nochmal passiert, Handlung. Naja. Im Realen ist es natürlich nicht so einfach. Also die Wahrscheinlichkeit, dass jemand komplett alles vergisst, was er getan hat und was ihn dazu gebracht hat, das zu tun, ist eigentlich völlig unmöglich. Tell me, Lotus, what is this reservoir? Some hidden Tenno weakness? Goodbye, Alid. You've earned your favor. We'll take it from here. Don't think so. I'm here to protect my investment. If that thing manages to destroy the Tenno, then where does my investment go? Now then, where is he? Ja, und genau darüber schweigt Lotus sich ein wenig aus. Ich sag mal soweit, das war's dann für heute. Danke fürs Zuschauen, ich hoffe bis zum nächsten Mal. Tschüss!